Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Rayman Raving Rabbits. Mann, was ist eigentlich mit den Amazons los in dem Projekt? Ich verkackte die ganze Zeit. So, wir haben nochmal ein Level, wo wir... Ach nee, das ist ja... Nee, das klappt nicht so. Wo es nochmal 50 Noobs zu suchen gibt. Und... Also quasi noch ein richtiges Level. Und dann erwartet uns schon der Boss. Wo ich auch sehr gespannt bin, wer uns hier erwarten wird. Ja, jetzt weiß ich ja, dass es hier diese Geheimgänge gibt. Die soll ich jetzt auf jeden Fall aufpassen. Ja, durch die ganzen Geheimgänge und Bonuslevel habe ich jetzt auch echt schon einiges an Leben angesammelt. Das ist auch ziemlich nice. Ich hoffe natürlich wie immer, dass wir hier alle Lums direkt mitnehmen können. Aber die Welt ist ziemlich verschickt, wie ich finde. Also da könnte das schwierig werden. So. Oh, da war ein Gegner. Habe ich gar nicht gesehen. Ich war genau der Typ. Genau, diese Typen können wir auch töten, wie wir rausgefunden haben. Habe ich das gelohnt? Ich glaube schon, oder? Komm, kratz mal ab hier. Und nochmal, den kriegst du rein. Scheiße, oder auch nicht. Boah, dieser Gegner ist so scheiße. Ich hasse den. Hallo. Wie drehst du um? Bam. Bam. Ja, weg mit dem. Boah, der ist echt, der ist echt asozial, muss ich sagen. Der ist sehr unangenehm. Okay, schauen wir uns nochmal ein bisschen besser um. Was gibt's hier? Hier gibt's so Ranken, ein Käfig. Aha. Sehr gut. Unser erster. Aber oben gibt's doch bestimmt auch noch irgendwas, oder? Ich würde jetzt ja schätzen, hier geht's weiter. So, ich bin nochmal nach oben gegangen und schau mal, was es hier noch so gibt. Diesen Gang zum Beispiel, weil ich denke mal, dass es hier noch einige Secrets geben wird. Oh, nee, hier geht's weiter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und was gab es ganz oben noch was? Auch nicht, oder? Da war das Secret. Oh doch, hier gibt es auch noch was. Okay. Ja, ja, man muss sich echt gut umschauen. Ich finde, dass die Level in dieser Welt sehr verwirrend aufgebaut. Also übersieht man halt sehr schnell was, wie ich finde. Also mit den Level in der Waldwelt kam ich eigentlich super klar. Deswegen habe ich da auch, glaube ich, immer gut die Sachen gefunden, weil, ja, irgendwie kam ich mit der Levelstruktur einfach gut zurecht. Das ist schon dieser scheiß Gegner. Komm, verpiss dich doch, Alter. Und noch ein und down. Okay, da ist so ein Viech. Ah, jetzt kommt die Plattform. Ich dachte gerade schon, hey, wie soll man da rüberkommen? Aber gut, klar. Mit der Plattform geht das natürlich. Okay. Ja, ich finde, die Schwierigkeit gerade ist schon ganz schön krass gestiegen, oder? Seit der letzten Welt. Aber gut, ich meine, Rayman-Spiele sind ja irgendwie immer schwierig. Also, was wäre ein Rayman-Spiel, wenn es nicht schwierig ist? Und ist da unten noch was? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Ich glaube, man stirbt da. Obwohl, vielleicht gar nicht unbedingt, weil das ist sogar eine Plattform. Aber dann gehe ich mal schauen, was da ist. Oder ob da überhaupt noch was ist. Okay, da ist ein Schalter. Lol. Okay. Also es gibt so drei Türen, die wir öffnen müssen. Ich verstehe schon. Dann lass doch mal gucken, dass wir die alle drei irgendwie umlegen, oder? Klingt, finde ich, nach einer guten Idee. Ja, ja, komm. So, gibt's auch eine Plattform. Wunderbar. Gut, aber dann schaue ich mich mal kurz nach dem nächsten Weg um. So, ich bin mal zurück an diese Stelle hier gegangen. Also quasi unten, wo ich vorhin dachte, dass es weitergeht. Aber offensichtlich geht es ja hier nicht weiter. Weil der grüne Dumm ist ja an einer anderen Stelle gewesen. Deswegen würde ich sagen, probieren wir doch mal hier unser Glück. Kommt wieder so ein roter, oder? Nee, kommt nicht. Sollen wir recht sein? Es gibt einfach den zweiten Schalter. Vielleicht gibt es auch einfach die da drüber auch den, einfach nur einen Schalter. Und dafür gibt es halt einen Safe-Punkt. Ich werde mir gleich den Schalter einfach schnappen. Würde ich vorschlagen. Oh, es gibt auch Käfig. Gut zu wissen. Und ich kann hier nochmal fliegen. Ja. Oh, komm, nö. Okay, ich starte von Anfang an, aber die Sachen bleiben gespeichert. Das ist sehr gut. Nett. Weil dann ist es nicht so schlimm. Aber auch das finde ich eine gute Entscheidung. Gut, schauen wir also als letztes auch noch in diesem Bereich. Jetzt habe ich auch den Safe-Punkt. Aber wenn das alles gespeichert bleibt, dann ist es ja vergleichsweise harmlos. Zum Glück. Hat echt schon den Schiss, dass ich jetzt alles nochmal sammeln muss. Das wäre echt ätzend gewesen. Hätte ich auch null Bock drauf gehabt. Logischerweise. Aber so geht's. Echt voll in Ordnung.
Okay, das ist hier auch ein bisschen fies mit diesem blauen Lums. Da stirbst du auch schnell. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch den Safe-Punkt hier an der Stelle. Das ist fair, muss ich sagen. Okay, wir haben fast alle Lums. Boah, krass. Das heißt, es muss doch etliche Käfige geben. Wo führt mich das hin? Hm? Achso, das ist nur für den Rückweg gedacht, wahrscheinlich. Okay. Okay, da ist sogar ein Käfig. Schon mal sehr gut. Aber der, wie viel ist das? Hey, der letzte? Ach, krass. Ich dachte, uns fehlen noch voll viele. Lol. Okay, habe ich irgendwas verpasst. Und die letzten Lums gibt es dann da oben wahrscheinlich, oder? Ja, da sehe ich drei Lums. Das müssten die letzten drei sein. Oder? Ja, das sind die letzten drei Lums. Lol. Okay, da sehen wir uns oben wieder. So, ich bin zwischendurch natürlich nochmal abgekratzt, weil Raymond meinte, sich nicht an diesem einem Ding festhalten zu müssen. Aber egal. Macht nichts, es wird zum Glück ja alles gespeichert und damit ist das Level auch geschafft. Cool. Das hat Bock gemacht. Wir haben alles gesammelt und damit kann es jetzt zum Boss gehen. Das klebrige Loch. Okay. Was kommt jetzt? Morgen. So, ich brauche bestimmt meine Fähigkeit, oder? Was? Oder auch nicht? Hm, ich check's da nicht ganz. Okay, der Typ schießt wieder diese Teile. Hä? Was muss der machen? Also diese Karotte bleibt da liegen. Muss ich den vielleicht irgendwie... Ja doch, ich muss ihn herlocken und jetzt... Ah, da kriegt er auf den Sack. Okay, ich verstehe. Das ist echt eine coole Idee. Das heißt, ich muss ja hier dieser Scheiße von dem Typ ausweichen. Das ist ja eigentlich nicht so schwierig, da man nicht so weit weg, nicht so nah dran steht. Boah. Da muss ich hier wieder meine Karotte hin tun. Boah. Mr. Freak ankommt auf den Schalter und er kriegt auf die Schnauze. Jawoll. So, wollen wir das haben? So, ich kann schon direkt die nächste Karotte auslegen, eigentlich. Und es ist dann eigentlich ganz easy, weil ich muss einfach nur mit den Typen hier seine Sachen ausweichen. Und wenn man weit weg strandt, also nicht nah dran steht, dann ist es auch nicht so schwer. Ja, es geht doch. So. Und nächsten auf die Schnauze. Geil, Mann. Das ist schon witzig eigentlich. So, nächstes. So, ich muss warten, bis dieses Teil erscheint. Sonst ist die Banane. Banane, sag ich jetzt schon. Karotte, schon weg. So. Na, komm her, mein gieriger Hase. Ich weiß, was du willst. Jetzt komm doch mal her. Und das war's für dich. Zack. Abgekratzt. Beziehungsweise auch nicht, weil man muss ja in jeder Welt irgendwie neuer besiegen. Oh, wir kriegen die Gitarre. Mit diesem Kostüm kannst du Gegner im Nahkampf heftig mit deiner Gitarre angreifen. Okay, das will ich sehen. Ich bin gespannt. Sehr schön. Wir haben schon 1069 Lums. Also es geht sehr gut voran. Und damit können wir direkt in die nächste Welt aufbrechen, würde ich vorschlagen, oder? Was ist das für eine Musik? Du. Voll komische Musik. Okay, es gibt 300 Lums und König der Desserts. Das heißt, es kommt eine Süßigkeiten... Ja. Es kommt eine Süßigkeitenwelt. Okay, das wollte ich jetzt natürlich wieder nicht. Ja, komm, geh da rein. Okay, und auf geht's. So Lakritz-Teile, okay, das ist schon mal ganz nice. Ja, das sind die Clowns. Also ich finde es ganz cool, dass es so wie so Raymond 1 Anspielungen gibt, einige. Okay, in diesem Level gibt es auch wieder 50 Lums zu sammeln. Und zwei Käfige. Fünf Käfige, sag ich. Boah, was sind das für Kamikaze-Typen? Ups! Okay, da kann ich wohl nicht reingehen. Und sich irgendwie denken können. Spawnen die Leben eigentlich auch wieder neu, wenn ich sterbe? Das wäre nice. Okay, ich will das Leben vielleicht wieder zurückholen. Ja, tatsächlich, so ist es. Okay, das ist ja chillig. Lalala, komm, kratz doch mal ab. Okay, gibt's also noch eine Süßigkeitenwelt. Und ich glaube, die nächste Welt müsste dann sogar schon die letzte sein. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest. Ich muss sagen, ich finde, das passt jetzt nicht ganz die Welt nach der letzten, ja doch etwas düstereren Welt. Aber gut, vielleicht ist das halt irgendwie so geplant. Ich weiß es nicht.
Ich hätte halt die Welten vielleicht eher umgedreht, aber naja, ist jetzt auch egal. So, der Typ kriegt wieder einen auf die Schnauze. Sehr gut. Ah, ich brauche die Frucht, um sie da dran zu werfen. Ist ganz nice. Also ich muss sagen, das Spiel macht bisher echt Spaß. Ich finde, es ist vielleicht ein bisschen repetitiv bisher. Also es gibt wenig neue Techniken und recht wenig Abwechslung, finde ich. Klar, es gibt natürlich in jedem Level die neue Fähigkeit. Also halt jetzt die Gitarrenfähigkeit und so. Das ist klar. Aber ich finde, es gibt trotzdem recht wenig Innovation. Was muss ich jetzt hier machen? Du musst die Gitarrenfähigkeit nutzen. Was bringt die denn? Das sieht ja nice aus. Raymond erstmal in so einem richtigen Pop-Outfit. Warte mal. Aber kann sich da festhalten, okay. Dann klärt das die Frage, wie es hier weitergeht. Und ich kann mir den zweiten Käfig direkt gönnen. Und das ist direkt der dritte. Also manchmal finde ich die Käfige ein bisschen komisch versteckt, muss ich sagen. Manchmal sind die so direkt nebeneinander, wie jetzt gerade. Okay, da kann ich wahrscheinlich nicht lang laufen, oder? Oder doch? Muss ich ja. Achso, ich rutsche hier nur lang. Okay, das ist ja vergleichsweise harmlos. Und ein grüner Lumen, perfekt. Okay, ich glaube, da brauche ich die neue Fähigkeit, wenn da schon so ein Kringel war. Ja, so sieht's aus. Ist ja witzig, wenn mir greift dann wirklich nur diesen Gitarrenhals an. Lol. Okay, irgendwie mag ich die Fähigkeit. Fährt das? Ja, das fährt. Aber wohin fährt es? Zu einem Secret? Vielleicht sogar schon zum nächsten Käfig? Ja, oder? Sieht gut aus. Das fehlt tatsächlich noch einige Lums. Käfige sieht eigentlich ganz gut aus bisher, finde ich. Wie gesagt, gerade sind eher die Lums das Problem. Aber jetzt haben wir auch ganz gut was aufgeholt. Oh, da oben gibt es sogar noch mehr. Und noch einen roten Lumen. Sehr schön. Sehr nice. Und fährst du mich auch zurück? Nein, fährst du mich nicht. Höh, was war das? Achso, das Ding bewegt sich, glaube ich, gar nicht. Gut, aber da können wir ja so hingehen. Ja, perfekt. Was ist das? So ein Bonbon oder was? So eine irgendwie schon. Oh! Okay, warte, ich brauche meine Fähigkeit bestimmt, um das Vieh zu töten. Nein! Doch, richtige Fähigkeit. Komm her! Batz, 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 batz. Ja, auf die Schnauze. Aber das ist echt ein starker Gegner. Der hat mich fast down gemacht. Aber macht nichts. Wir sind doch gut gewappnet. So. Oh, Hase. Weg damit. Ja, und jetzt? Okay, ich kann einfach rüberspringen. Einfach mal den Lumen vertrauen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und jetzt? Okay, wahrscheinlich muss ich einfach wieder unten hängen. Ich meine, da habe ich jetzt schon diesen einen Gegner kalt gemacht. Was ist das? Kann ich da reinlaufen? Ja, kann ich. Nein! Boah, Kamikaze-Kick und weg war ich. Egal, macht nichts. Ich meine, wir haben genug Leben und... ja, die Sachen bleiben ja alle gespeichert, die wir geholt haben. Das ist echt cool. Also, das ist zum Glück nicht so wie bei dem anderen schönen Spiel. Ihr wisst alle, von welchem ich rede. Ich kann dieses Teil nicht besiegen damit. Das wundert mich ja. Krass. Also, ich kann mit der Gitarre anscheinend nicht alles besiegen. So, aber den Fettsack hier kann ich down machen. Sehr gut. So. Jetzt weiß ich ja, dass der Typ hier kommt. Der ist auch echt fies. Kommt da noch so einer? Nö. Okay. Ich hoffe, ich habe da oben alles gefunden, wo ich da vorhin war, aber ich hoffe es. Ja, wie gesagt, ich kann es nur hoffen. So, ist die Frage, geht es hier weiter oder ist hier ein Secret? Die Standardfrage, okay, es ist ein Secret. Mit dem nächsten Käfig. Sehr schön. Der vierte bereits. Kann man da oben noch hin? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, noch ein Käfig fehlt uns. Das ist okay, würde ich sagen. Doch, ich kann hier hin. Aber ist hier was? Boah, da könnte echt was sein. Wartet mal.
Das will ich jetzt schon rausfinden, ob da was ist. War das aber echt schwer. Muss man richtig springen. Die Mucke finde ich jetzt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Irgendwie. Boah, das ist voll schwer. Und wenn das dann nur so ein Leben oder so. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann scheiße ich drauf. Okay, ich sehe, glaube ich, nicht. Ja, dann, wenn ich dann merke, mir fehlt irgendwas, dann gehe ich danach nochmal dahin. Bevor ich jetzt hier das ewig probiere und dann ist da gar nichts. Oder nur ein Leben oder so. Klar, Leben ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht ultra wichtig. Also da gibt es Wichtigeres, würde ich behaupten. So, ich würde mich aber noch sehr über einen Käfig freuen, einen letzten. Und über 5 gelbe Lums. Oh ja, das sieht gut aus, oder? Sieht sehr gut aus. Ja, das haben wir. Wir haben alles gefunden. In der First Try. Das freut mich natürlich immer am meisten. Okay, das ist krass hier. Wow. Das musste man gut timen. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Das war ein cooles Level. Das ist die Tortenschlacht. Ja, komm, die können wir auch noch machen, oder? Ach so, das ist wieder so eine Scheiße. Ach, nö. Also eigentlich passt das super von der Zeit her, ja. Weil so ein ganzes Level wäre, glaube ich, ein bisschen zu lang gewesen noch für den Part. Aber das müsste eigentlich von der Zeit her besser passen. Aber, na, ihr wisst, was ich von den Leveln halte. Aber die gibt es wohl ab jetzt in jeder Welt einmal. Oder in jeder zweiten oder so. Naja, müssen wir durch. Nützt alles nichts. Ja, aber ich finde sie bisher tatsächlich nicht ganz so schlimm wie Lava Terror. Ich glaube, die Lava-Terror waren echt schwieriger. Vor allem der zweite Teil, der Lava-Terror 2, der war wirklich krass. Weiß ich noch. Scheiße, Mann, ich bin zu langsam. Wo ist das Ziel? Ich hab's verkackt, glaube ich. Oh Mann. Okay, es wird wohl echt viel schwieriger jetzt. Oh, es ist ätzend. Aber die Lungs bleiben gespeichert. Oh, okay, das wusste ich nicht. Das ist ja nice. Aber ich habe ein Leben verloren, glaube ich, oder? Naja, das ist jetzt nicht so schlimm mit dem Leben. Ich glaube, ich sollte nicht so viele Lums einsammeln. Erstmal schauen, dass ich hier weiterkomme. Genau, ein bisschen Turbofelder mitnehmen ist auch immer eine gute Idee. Boah. Ich meine, das Gute ist, auch wenn ich das hier voll verkacke gerade die ganze Zeit, ich kriege immerhin die ganze Zeit noch neue Lums. Okay, boah, das ist aber echt krass von der Zeit her. Also, klar, wenn du es ohne Lums fährst, ist es immer easy, glaube ich. Aber halt mit Lums ist es echt hart, finde ich. Boah, Mann, diese Kurve. Fahr los, Junge. Weil die Lums liegen auch so scheiße, ne? Boah, Mann, ich habe so viel Zeit verloren. Ich schaffe das wieder nicht, glaube ich. Aber muss ich halt ein paar Leben liegen lassen, um die Lums zu sammeln. Ist halt scheiße, aber hilft ja alles nichts. Ja, dann sammle ich lieber noch ein paar Lums ein und lasse halt ein paar Leben liegen. Ist dann halt so. Immer diese Musik. Ist schon klar. Oh Mann, ey. Sind diese Level in Scheiß. Da musst du doch voll bremsen, sonst kriegt man die doch gar nicht, die Lums. Ja, komm, fick dich. Ich hab's schon wieder nicht. Dann fehlen mir nur noch 2 Lums. Ja, ich schaff's wieder nicht, aber ich hole mir jetzt zumindest noch die letzten Lums. Da muss ich jetzt nur noch durchfahren. Ja, natürlich. Eine Millisekunde vor dem Ziel, oder was? Aber dieser Sound, der triggert mich am meisten, Alter. Dieses. Was ist das für ein hässliches Scheiß-Sound? Egal, ich fahre das Rennen kurz zu Ende. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt brauche ich keine Lumps mehr. Und vor allem, ihr kennt ja die Rennstrecke. Also, ich muss es nicht mehr zeigen, glaube ich. Bis gleich. So, das war's. Ja, also, ohne die Lumps ist es halt echt easy. Mit Lumps ist es wirklich schwierig, aber so ist es halt echt easy. Gut, Guys, ich würde aber sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit der Bonbon-Insel. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!